Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um die Seite 37 und um diese zwei Kühlschränke. Diese Kühlschränke haben 48 breit und 79,1 hoch. Und der eine geht in die Richtung auf, das ist Standard. Und der hier geht so rum rauf, das könnte man so bestellen oder man kann selber umbauen. Ich habe ein Video dazu gemacht fürs Umbauen. Aber der große Unterschied ist das, hier unten habe ich eine kleine Tropfschale, dahinter der Thermostat, hier dasselbe, ich habe zwei Tablare drin und hier habe ich ein Eisfach und hier habe ich kein Eisfach. Durch das natürlich mehr Platz, hier gäbe es ein Tablar mehr dazu, aber Standard sind die zwei Stück. Ich habe hier die Verschluss zum Anschrauben. Zum Anschrauben kann ich aber auch hier einfach außen ins Gehäuse reinschrauben und so fixieren. Warum kein Eisfach? Wie hier. Weil viele sagen, ich brauche kein Eisfach, ich habe da sowieso nichts drin und die auf lange Fahrten gehen, da wird das Eisfach hier vereisen. Die Tropfschale wird sich zwar füllen, ich kann hier einen Schlauch anhängen, hier durchschneiden und einen Schlauch anhängen und hinten rausziehen. Nach zwei Wochen wird das vereisen, weil ich natürlich mit dem Kühlschrank, mit dem Eisfach den Kühlschrank kühle. Von hinten sieht der Kühlschrank beide genau gleich aus. Ich habe hier das Aggregat, hier im Absatz drin sitzt das Aggregat. Wir haben Lamellenkühler mit einem Lüfter und einen Seckop-Kompressor. Seckop, ehemals Danfoss, der meist verbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Die einen sagen die besten Kompressoren, wobei es gibt jetzt Chinesen, die die nachbauen. Aber man könnte auch hier das Aggregat wegsetzen, wenn zum Beispiel hier unten was im Wege steht. Wir haben ein bisschen Reserveleitung. Aber Standard ist der Kühlschrank so vorgesehen, dass wir ihn so fertig einbauen. Was wir dazu anbieten ist, Standard ist der Kühlschrank 12 und 24 Volt. Optional gibt es eine Vorrangschaltung für 230 Volt. Wenn man zum Beispiel auf dem Campingplatz steht, habe ich 230 Volt, dann wird er vorrangig umschalten. Aber die einen haben auch das Ladegerät drin, was die Batterie lädt. Und wenn die Batterie geladen ist, ein Schwebelader, was heute Standard ist, zieht der Kühlschrank direkt den Strom aus der Batterie bzw. aus dem Ladegerät. Optional gibt es noch den Digitalthermostat, da geht der mechanische Thermostat weg. Und wir haben extern einen digitalen Thermostat, da sehen wir die Temperatur und man kann da direkt die Temperatur einstellen. Wir haben den gleichen Kühlschrank noch ohne diesem Aggregat hier hinten, sondern das Aggregat ist bei der Auslieferung oben drauf. Das mache ich dann morgen oder so ein Video, das verlinke ich euch hier oben. Und vom Umbanden von diesem Kühlschrank mache ich euch ein Video hier unten und ich wünsche euch einen schönen Tag.